Okay, also, ihr seid mit. Wir haben schon 325 Leute drauf. Ja. Darf ich mir die 9 Sekunden noch nehmen, dann. So. Okay, jetzt Rekord. Ja. Rekord, Multicorder, raus. So. In einer Minute geht's los. Bitte Konzentration. Ey, gleich 280 Leute schon. Ich hab's schon gesehen. Bitte spiel den Dancefloor nicht mehr. Soll ich da nochmal das Startbild bringen, weil er ist es ja. Nein, du hast ihn nicht. Komm, lass ihn loslegen. Der Peter hat eh dieses Karottezeichen. Ich hab's gesehen. Ja. Noch 30. Ja, aber jetzt gerade nicht. Noch 10, die Ruhe bleibt. Oder das Gegenteil. Und du kannst anfangen. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Eigentlich musst du hier hinter. Komme. Komm, geh mal hier rüber. Das ist deine Seite. Es ist traurig, ey. Alles leer, ne? Wahnsinn. Vor ein paar Monaten, da haben wir noch ein paar Kids versucht, die letzten angebrochenen Schnapsflaschen rauszuklauen. Haben aber nicht geschafft, die schwere Tasche über den Zaun zu heben. Ja, immerhin hat es noch. Zieht noch ein paar Leute an. Wahnsinn. Das ist fürchterlich traurig. Ohne Scheiß. Aber wird auch wieder anders. Wann? Wann? Das ist jetzt. Mit meinen Schätzungen. Ich habe immer das Richtige getippt, was passieren wird, aber meine zeitlichen Angaben waren nie korrekt. Also ich habe zum Beispiel als Erster gesagt gehabt, wir werden den Laden dicht machen müssen. Habe aber geglaubt, dass wir nach 6 Wochen wieder aufwachen. Naja. Thank you.
du wirst ganz viele in, diese, in unserer Historie, bitte? Wirst du ganz viele Acts finden, die jetzt groß sind. Nina Kravitz habt ihr als allererstes nach Deutschland geholt. Das war noch im Altenheim klein. Da konntest du noch nicht mal, also wir sind tendenziell eher eine Ausbildungsstätte. Naja, oder die halt die neuen Leute erkennen, das ist schon einfach wegen der Größe. Manche sieht man nie wieder, manche sind dann treu. Also ja. Die also vergessen das dann. Paul Kalkbrenner hat gespielt. Aber nicht mehr hier. Doch, natürlich. Die Filmpremiere war die nicht? Nein, das reden wir schon seit Jahren drüber. Die waren ja. Im alten Club. Die war noch im alten Club. Gastronomie, wir konnten ja gar nichts dafür. Also wir sind einfach zugemacht worden und wir haben niemals damit gerechnen können. Heißt ja immer so, ja, unternehmerisches Risiko. Klar ist mir ein unternehmerisches Risiko, das kann ich auch eingrenzen, wenn ich zu teuer bin, wenn ich falsche Entscheidungen treffe, falsche Personal habe. Klar kann ich im Betrieb auch kaputt gehen, aber wer hat jetzt das sehen können, dass eine Pandemie das Land so stilllegt? Also, wir haben ein Newsletter bekommen, dass bei dem Spielstättenprogramm, wovon wir ja so gut profitieren auch, der Topf sind 38 Millionen für Bayern, also es ist ein rein bayerisches Programm, und das sind erst 7,2 Millionen Euro abgerufen worden. Also das heißt, und ich habe auch mit vielen Leuten telefoniert aus Bayern, die es halt einfach gar nicht in Anspruch genommen haben, weil sie es auch gar nicht wissen, weil sie auch so eine Hürde sehen zum Teil. Also wie funktioniert es? Und weil ihnen vielleicht auch der Mut fehlt oder... Ja? Das Schlimme ist, ich bin ja immer schon im Stress und jetzt in Corona-Zeiten bin ich noch mehr im Stress. Also ich habe jetzt die letzten Wochen, so bin ich eigentlich, habe ich so im Schnitt immer 3 Stunden geschlafen. Ist eigentlich voll zum Kotzen, weil ich den ganzen Tag mit Baustellengeschichten, dann mit Corona-Unsicherheiten, dann mit allen möglichen anderen, die Mitarbeiter sind nicht so da. Das heißt, wenn du selber immer da bist, hast du halt dann schon immer mehr Scheiß ab, ja? Weil die Leute arbeiten daheim, aber da kann, manche Leute sind jetzt ganz froh, im Homeoffice zu arbeiten, dann kannst du mehr konzentriert arbeiten. Und ich bin total unkonzentriert, weil ich die ganze Zeit 5 Sachen gleichzeitig habe. Ich schaue schon gar nicht mehr, ich habe es aufgehört, mich damit zu beschäftigen, was gewesen wäre. Ich sehe es immer noch am Kalender und klicke es weg, weil das ist so frustrierend. Was für tolle Veranstaltungen nicht sind, die gewesen wären. Das macht sie dann nur runter. So, hier ist jetzt die Halle. Die haben wir jetzt so eine Art, also wir bauen hier keinen Hanf an. Ist ja illegal, machen wir ja nicht. Aber da haben wir halt jetzt auch einen Teil der Pflanzen überwintert und bauen halt auch rum. Siehst, unser Baumaterial, wir sind schon vorbereitet. Mit Klopapier ist zumindest da. Wir müssen nicht hamstern, wenn es wieder losgeht mit Veranstaltungen. Genau. Ich kenne es, wenn ich nachts um 12 im Büro sitze, aber ich höre noch Konzerte oder Partys durchwummern oder am Eingang von Leuten, die sich unterhalten, Leute, die plötzlich Geburtstag feiern. Weil kriegt es viel mit, auch wenn man im Büro sitzt. Und plötzlich war es still wie im Friedhof. Das hat mich schon ganz schön runtergezogen beim ersten Lockdown. Thank you.
Servus, Caro. Sind alle Lichter an im Club? Doch, das sind alle. Okay, cool. Die Sache, was mir persönlich am meisten fehlt, ist wirklich laute Musik. Klar, kann man mal im Auto laute Musik hören oder zu Hause, aber ist es dann so eine Clubanlage, wo du dann auch wirklich im Bass, der Bass richtig schiebt, ist dann nochmal eine andere Sache. Das Ermüdende ist, dass du in eine Zukunft investierst, die du nicht selber planen kannst. Weil es halt immer, du bist immer abhängig von Dritten bzw. von einem Virus. Du weißt nicht, wie lange dauert er an, welche Öffnungsschritte sind erlaubt, was ist nicht erlaubt, macht es überhaupt Sinn. Und da muss man wirklich auch teilweise sehr stark in der Zukunft halt auch denken und sich überlegen, okay, was können wir machen bzw. was ist auch für einen Gast verträglich? Oder was will auch der Gast? Will er überhaupt sich hier reinsetzen oder will er auf die Terrasse oder es ist alle, man ist viel beschäftigt, sich zu überlegen, was man selber will und alle anderen wollen, glaube ich. Hier sind wir eigentlich in der Zentrale von uns, also das ist das Getränkelager, hier wird auch der ganze Club bzw. Terrasse und das Studio versorgt. Genau, das ist unser Fort Knox. Normalerweise ist es ein bisschen voller, aber dadurch, dass wir ja momentan auch nichts verkaufen dürfen, ist der Bestand auch ein bisschen runtergefahren worden. Vielleicht nicht auf die Namen filmen. Genau. Wie lange ist Champagner haltbar? Der ist relativ lang haltbar, bis er halt korkt, meistens. Ja, also das ist jetzt nicht das Problem. Also wir haben einen Vorteil gegenüber natürlich vielen, oder die Nachtgastronomie hat natürlich einen größeren Vorteil gegenüber als einer Speisegastronomie. Unsere Produkte halten ewig. Schon fast fertig aus. Ich muss mich selber erst wieder dran gewöhnen, wenn die Planen weg sind. Habe noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie groß das ist. Krass. Schaut ja danach aus, wie wenn Innengastro noch nicht ein Thema wird. Momentan schaut es leider danach aus, dass Außengastro auch noch kein Thema wird, aber zumindest wenn es erlaubt ist. Und ich denke, das wird dann schon in den nächsten ein, zwei Monaten irgendwann anfangen, dass du draußen Leute platzieren darfst. Und dann braucht man, oder wollen wir natürlich relativ eine große Außenfläche haben, um natürlich möglichst viele Leute unterzukriegen. Mehr. Und gerade eben ist alles voll Streaming-Equipment, weil wir Streaming-Konzerte durchführen. Ja. Dadurch, dass alle Getränke so im Ablaufdatum, also dass sie schlecht, kurz bevor sie schlecht wurden, hey, haben wir nochmal so eine Aktion gestartet, dass Leute halt unser Lager leer kaufen konnten. Und die sind dann wirklich mit
Fahrrädern durch die ganze Stadt und so weiter, um halt einen Kasten Bier zu holen für, ich weiß es gar nicht, ich glaube, wir haben 15 Euro gesagt und die meisten haben dann eh mehr gezahlt und haben sich noch ein T-Shirt von uns abgeholt und das war eigentlich eine riesige Aktion. Also es war erstmal, es war tatsächlich dann auch so der Punkt, wo man so das erste Mal richtig gemerkt hat, wie beliebt wir sind und wie gerne uns Leute unterstützen wollten. Ja. Hier haben wir Streaming-Equipment mittlerweile. Das wurde uns, also es wurde gefördert von Neustadt Kultur. Damit, das war, also das hat es eigentlich ermöglicht, dass wir momentan auch eigentlich was machen können, weil ansonsten selber zugelegt hätten wir es uns wahrscheinlich nicht, wenn es nicht gefördert gewesen wäre. Aber wer weiß, also bei uns ist immer alles möglich. Wenn man jetzt noch weitergeht, kommt man auf unsere Bühne. Die haben wir mittlerweile neu gestrichen, wie den Boden auch. Der Boden war davor grau, jetzt ist er schön blau und sieht aus wie ein Swimmingpool, wenn man sich auf die Bühne stellt. Genau. Alles so ein bisschen die Arbeit gewesen, die man als erstes gemacht hat. Das waren Dinge, die eigentlich eh schon mal anstanden. Und man hat es halt jetzt in die Hand genommen, weil einfach erst mal nach dem ersten Lockdown einfach so ein bisschen, oder während dem ersten Lockdown Zeit dafür war. Stehe oft hier unten drin und denke mir so, das ist der Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, was hier mal los war und wie viel Hektik man auch bei Schichten hatte, wo man selbst gearbeitet hat. Aber auch das Positive natürlich, also es war halt Energie in dem Laden, die komplett weg ist. Also als hätte sie jemand mit so einem Staubsauger verschluckt und den Inhalt weggeworfen. So. Ja. Schon. Ich weiß noch, als ich meinen letzten regulären Einsatz hatte, ich hätte dann eigentlich noch ein paar Schichten gehabt danach. Ja. Und es war drüben in der Halle. Kyle Gass hat gespielt. Mm. Und es sind da schon relativ viele Leute mit Ticket nicht erschienen, ja, zum Konzert. Und es waren halt schon so super strange Vibes. Ja. Im Raum. Also die Stimmung war, eigentlich war sie gut, aber jeder war schon so ein bisschen bedrückt und man hat schon irgendwie gemerkt, dass sich da so ein bisschen was anbahnt in der Stimmung. Und ich weiß noch, ich habe mit Max, hab ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich mir einen Spaß und hole uns beide in Corona. Und dann haben wir uns irgendwie herzlich amüsiert, noch kurz. Ja, am nächsten Tag wurden alle Schichten abgesagt. Ich war mir einfach felsenfest sicher, also ich war super überzeugt davon, dass jeder wird immer feiern, essen und trinken. Und dass wir in unserem relativ jungen Leben einfach an den Punkt kommen, wo genau all das nicht erlaubt ist. Einfach, du darfst nicht feiern, du darfst nicht, natürlich darfst du essen, aber du darfst nicht zum Essen rausgehen, du darfst nicht zum Trinken rausgehen. Du darfst deine Freunde nicht sehen. Im Grunde, ich hätte das nie gedacht. Selbst auf der Titanic hat die Band bis zum Schluss gespielt. Ne? Jetzt spielt keine.
sich schon mal einwählen, oder? Ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass es... Man hätte wieder voll, man ist bevor da auch die Partei, die einfach zwischen den Gästen, was zu der Macht der Partei. Ja, also ich sehe da schon... Also in dieser Woche der Diskussion habe ich mir überlegt, wie wird das denn sein, wenn man jetzt, damals dachten wir vielleicht 2 Monate, 3 Monate geschlossen ist, werden uns die Leute da vergessen? Was können wir machen? Können wir kreativ sein? Und ich habe den Peter, meinen Partner, gebeten, ob er nicht den Tobi anruft, unseren Haustechniker, und ob das denn eben möglich sein könnte, dass wir solche Livestreams hier aus dem Club produzieren. Und der hat sich da relativ schnell bereit erklärt, ja, das können wir machen. Und deswegen haben wir dann eben am 18.03. vor einem Jahr gestartet. Wir haben auch viel gemacht zum Thema queere Geflüchtete, da wirklich auch Möglichkeiten geschaffen, dass ja diese geschützter leben können, auch in diesem Unterbringungsbereich. Also da gibt es ehrlich gesagt immer was zu tun. Und ja, umso mehr man reinhorcht, jetzt bin ich ja nicht Teil der Community, aber wirklich gerne allein, aber da merkt man, die Arbeit hört da auch nicht auf und die Bedarfe hören auch nicht auf. Richtig. Einfach Dinge mal darzustellen, also einfach Leuten mal zu zeigen, so, dieses so, hey, Kultur ist eben nicht nur Hochkultur, es ist nicht nur Theater und Oper und keine Ahnung, sondern Techno-Club, auch der differenzeste, hinterste Borzen ist auch eine Form von Kultur. Und das halt irgendwie darzustellen und das Leuten zu präsentieren und zu halt sagen, so, und das bisschen so dieses, das Image, was es ja manchmal hat, wenn man an Techno denkt, alle denken direkt, es ist halt irgendwie so ein Höllenloch, es ist halt Drogen und Sodomie und keine Ahnung, ist so, nein, es ist Musik, es ist Freude, es ist Kultur, es ist Zusammentreffen, es ist Gemeinschaft, es ist so viel für ein Menschenleben, gerade wenn man jünger ist. So, das ist jetzt, wie ich auf meine 30. Jetzt bin ich auch langsam, ich muss nicht mehr jede Woche in dem Club stehen. Aber so mit 18 erinnere ich mich noch, das war viel, was ich gelernt habe, so als Mensch, als Erwachsener, war halt eben auch einfach im Club gelernt. Und das ist halt sehr traurig gerade, dass es einer Generation irgendwie weggenommen wird als Perspektive, als Entwicklungsmöglichkeit. Und darum finde ich es halt schön, wenn halt ein Laden wie das Harry auch einfach sagt, so nee, mit den beschränkten Möglichkeiten, die wir haben, wollen wir trotzdem irgendwas senden. Zeigen, wir sind noch da und wir geben was und wir sind da. Wir sind eine Gemeinschaft. Aber vielleicht eben nicht irgendwas senden, sondern also schon ganz dezidiert eben dieser Kulturdonnerstag, der hat ja auch einen Auftrag. Und zwar eben dieses Sichtbarmachen. Und das ist, ich glaube, für unsere Szene wahnsinnig wichtig, weil wir eben teilweise in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht dargestellt werden. Also wenn du das eben vergleichst, wie groß die Kulturszene, also diese katholische Kulturszene geworden ist und wie viele Menschen dem folgen, da haben wir früher geträumt davon. Also als ich dann noch im Ultraschall-Türsteher war oder keine Ahnung, da war es so ein Ziel und zu sagen so, hey, wow, vielleicht wird es irgendwann populärer so, ja. Und das haben wir eigentlich erreicht, aber es wird nicht dargestellt. Oder es wird sehr wenig dargestellt. Und das machen wir jetzt einfach selber. Ich hab noch einen Kuchen mit Fritz, gell? Ehrlich? Weil, also das hat man ja letztes Jahr gemerkt, dass man jetzt als Künstler eher am Ende der Nahrungskette steht. Also noch weit hinter Museen und staatlich geförderter, also weißt du, wie das Gärtnerplatztheater oder so Läden halt.
Nee, es gab halt letzten Sommer ein paar Sachen, aber dieses Jahr passiert noch nicht so viel, weil EM ein großes Thema. Und weil natürlich alle drauf spechten auf Public Viewing. Und dann die Wiesn großes Thema, die ja erst. Jeder weiß, dass die Wiesn nicht stattfindet, aber entschieden wird es erst Anfang Juli. Aber ansonsten passiert nicht viel. Zum Wohl. Die Wohl. Das ist so, jeder sich selbst ein bisschen überlassen. Hey, hey. Nee, also es ist jetzt im Prinzip aktuell nur der Gesamtmonitor. Ich schaue mir jetzt auch nicht wirklich Streamkonzerte. Also ich habe ein oder zweimal so kurz bei befreundeten Bands reingeschaut, aber ich pack das eigentlich nicht. Also das als Künstler deprimiert mich das eigentlich. Miller Club, der Philipp, hallo. Hallo, kein Problem. In Ihren Browser. Ich weiß nicht, was für einen Computer Sie haben. Da, wo Sie ins Internet gehen. Genau, richtig. Und genau, also diesen. Ja. Genau, jetzt müssen Sie nur noch den Code dieses YG müssen Sie unten eingeben. Und dann. Ja, ich bleib dran, keine Sorge. Alles gut, ich bleib da. Dann viel Spaß, ja, vielen Dank für die Unterstützung. Schönen Abend, ciao. Oh, jetzt ist natürlich noch die Frage, ob sie das hinkriegt mit der Lautstärke. Ja, eigentlich fies darüber zu lachen, wenn man ehrlich ist. Leute, die sich mit Technik nicht auskennen und wollen aber gerne sowas anschauen. Ja, hier ist mein Laden, da gibt es normalerweise eine Kaffeemaschine. Hygienemäßig jetzt natürlich auch schwierig, aber normalerweise, wenn jemand Platten länger sucht, kriegt er mal einen Kaffee. Es gibt hauptsächlich Vinyl, ein Riesenfach mit Münchner Sachen und ansonsten halt viel aus allen Genres. Das bisschen, es ist jetzt kein Riesenladen, aber vielleicht ist diese Selbsttest Sache eine Möglichkeit, aber auch dann müsste das umsonst im großen Stile irgendwo erhältlich sein und nicht, dass ein Selbsttest ein Fünfer irgendwie in der Drogerie oder beim Aldi kostet, das ist keine Lösung. Also ich weiß nicht, wie das weitergeht. Also Clubs, ich meine, ich schau dir die Clubs an, du hast diese Miller auch selber gesehen, oder die Favoritbar oder die haben seit über einem Jahr zu. Wer weiß, ob es diese Läden dann noch gibt. Und die haben ja auch alle laufende Kosten. Also nur weil ein Laden zugesperrt ist, die zahlen ja ihre Versicherung, Mieten, Strom. Es läuft ja alles weiter. Clubkonzert wäre schon mal echt schön. Also wäre eine tolle Sache. Also ja, wer weiß, vielleicht ist irgendwann wird es wieder rum. Aber ich glaube, dass das dieses und nächstes Jahr garantiert noch so bleibt. We'll be right back.
pompiers. En bas dans la rue, un camion de pompiers. Wenn es unter 50 purzelt, sind auch noch mal andere Möglichkeiten dann auch für die Reservierungen sind dann machbar. Und dann vielleicht macht es auch eine Woche später Sinn. Aber ich glaube, momentan schaut auch die nächsten zwei Wochen der Forecast wettertechnisch nicht gut aus. Gefühlt. Kann sich ja hoffentlich noch ändern. Also nach dem März und dem April hätte ich dann schon ganz gerne auch mal wieder ein paar schöne Tage hintereinander. Das war schon sehr trist, die letzten Monate. Hier hinten wurden jetzt noch mehr Pflanzen gekauft und natürlich renoviert. Mussten teilweise Holzplatten oder sogar die ganze Bank austauschen, weil die einfach morsch war. Da haben wir jetzt halt also, ja, sind wir in den finalen Zügen, dass es jetzt wirklich alles fertig ist. Und wir starten können, wenn wir dürfen. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Gastronomie und auch Kino ist ja wirklich 90%, wenn nicht sogar höher, spontane Entscheidung. Und ja, wenn spontan heißt, dass du auf jeden Fall noch mal irgendwo hin musst, um spontane Entscheidungen überhaupt machen zu können, dann glaube ich, wird es schwierig hinten raus. Weil die Leute die sich dann sagen, ja gut, wir treffen uns zu zweit, gehen wir halt zu einem von uns nach Hause. Ja. Hat man mehr Zeit. Ist vielleicht auch angenehmer, wenn man dann vielleicht nach dem fünften Test die Woche auch gar keinen Bock mehr drauf hat. Man redet ja auch dann immer vom Wochenende, dann hast du vielleicht dich in der Firma ein paar Mal testen müssen und am Wochenende musst du es dann auch noch machen. Und worst case wird es beide Tage ausgehen und musst es beiden Tagen noch machen. Also irgendwann nervt er auch dann. Also es ist, ich verstehe, dass das alles sicherer macht und besser funktioniert dadurch. Aber es ist halt, glaube ich, praktisch für die Gastronomie. Es ist noch eine Herausforderung, was das mit sich bringt. Und halt vor allen Dingen, man weiß auch überhaupt nicht, ob das die Gäste halt auf Dauer mitmachen. Am Anfang, denke ich, funktioniert es. Aber was schaut es nach zwei Wochen aus, nach drei Wochen? Ist es dann nicht dann irgendwann in so einem Trott drin, wo es dann wirklich ein lästiges Beiwerk ist und eine Gästeverhinderungsmaßnahme durch die Regeln vom Staat halt dann werden? Ja, ich sag mal, wir werden eh nicht die Ersten sein. Ich finde es ein bisschen schwierig, bei einem Indizwert von 100 die Gastro sofort wieder zu starten. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, bis 50 gewartet. Viele Leute sind dann eh vorsichtig nervös. Sollen wir nicht? Ob jetzt Gäste oder andere Biergärten. Ich meine, das ist ja auch ein Aufwand, ne? Du machst dir vielleicht auf, buchst dir dein ganzes Personal, machst dir die Lager wieder voll. Und zwei Wochen später machst du wieder alles zu. Eventuell, wenn es blöd läuft, ne? Weißt ja nicht. Und dann stehst du da mit wie ein Depp und kannst nichts machen. Aber im Großen und Ganzen ist ja überall Baustelle. Was man hier ganz gut sieht, wir hatten halt die Dachdecker oben. Dieser 80er-Jahre-Bau, der hat zum Ende hin dann doch sehr viele kleine Lecks gehabt. Also es kam auch schon vor, dass ich im Büro saß und neben mir tropfte es dann oder sowas. Also das sollte jetzt dann auch behoben sein. Was ich richtig cool finde, aber ich glaube, das wird keiner merken. Wir haben hier die Plexiglasscheiben ausgetauscht.
ist auf einmal viel heller. Ja? Du kannst durchgucken, macht richtig was her. Aber die wenigsten werden es überhaupt merken, weil sie davon ausgehen, dass es ja durchsichtig war. Das Einfachste ist, wenn es eine geregelte Gastro gibt, die Leute da hingehen können, sich anmelden, registrieren, jeder weiß, wo er ist. Und es spricht dann auch nichts dagegen, dass man dann eben in so einem Biergarten dann wieder samstags nachts bis um 3 oder 4 sitzt, wenn das Wetter passt, warum nicht? Ich meine, es ist ja im Endeffekt vollkommen egal, ob sich die Leute bis um 10 die Lichter ausknipsen oder bis um 4. Ne? Also irgendwann sind es voll und da muss man damit umgehen. Und ich sag mal, in so einer Struktur wie der Gastronomie, da weiß man halt, wie man mit solchen Leuten dann auch umgehen kann. Da hat man das dementsprechende Sicherheitspersonal, beziehungsweise man weiß, okay, das war jetzt sein letztes Bier oder sowas, wie man das halt so schön macht. Das hat man halt an dem Gärtnerplatz nicht. Und dann hat man halt da dementsprechend auch noch die Anwohner. Das kommt einfach zu erschwerend. Ich habe reserviert für 2 Personen. Genau. Die Reservierung habt ihr für uns einen negativen Test dabei? Jawohl, den will ich kurz raus. Dankeschön. Jawohl, da ist er. Dankeschön. Dann könntet ihr euch auch beide noch über den QR-Code einmal einscannen. Das wäre super. Es fühlt sich gut an. Also, es war am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, weil man irgendwie verlernt hat, irgendwie auszugehen. Also, das hast du auch bei den Gästen gemerkt, dass sie sich nicht ganz einig waren, sondern jetzt hat er. Wie darf ich mich überhaupt verhalten? Also die ersten Gäste waren echt so mit Handbremse, aber das war echt ganz gut. Wird auch gut angenommen. Das, was ich dachte, dass halt tatsächlich, klar, was ich dachte, dass halt mit den Leuten, dass sie alle keine Tests und sowas machen, aber das wird bereitwillig angenommen. Und es gibt ja Gott sei Dank jetzt auch viele Teststellen. Also, man darf Musik, aber es darf abendbegleitend sein, aber nicht animierend. Das ist halt das Credo. Also man muss halt schon schauen, okay, was spielt man? Und vor allem das Wichtige ist halt die Lautstärke. Also, natürlich immer noch, ja. Das ist gerade angemessen. Nee. Ja, ich kann jetzt auch nicht den Regeln, aber ich glaube, sie sitzen alle, jetzt, wo ich bin ja gerade auch raus. Also, das ist, also ich hätte schon Bock zu tanzen. Also ich verstehe auch jeden, der Lust hat, aber wir dürfen es halt leider nicht anbieten oder erlauben. Naja. Nee, nix. Ja, genau, die Bühne stand tatsächlich genau da, wo jetzt der Stromkasten da steht, der ist neu. Und hier haben wir, ich glaube, die 2. Demo unter den Kulturbanausen abgehalten, zusammen mit anderen Kollektiven, mit Fokus-Kollektiv und der Bewegung Freiräumen. Da geht es so ein bisschen um Freiflächen schaffen für junge Leute in der Stadt München, gerade mit der Problematik Corona und dass die jungen Leute sich halt im Stadtkern aufgehalten haben und dort gefeiert haben und laut waren und Anwohner, denen das nicht so gepasst hat, nochmal deutlich präsenter geworden, dass wir Flächen brauchen für junge Leute, wo man laut sein kann, wo man vielleicht auch nicht konsumgezwungen ist und so ein bisschen sich ausleben kann mit seiner Musik und dem Wunsch zu feiern. Gelernt, glaube ich, habe ich vor allem, dass auch wenn du Clubs zusperrst, dass es trotzdem Orte gibt, wo getanzt wird. Dass selbst wenn du versuchst, das Ganze zu unterbinden, wird es immer Menschen geben, wird es die Möglichkeit finden, irgendwo zu tanzen, wird es immer Leute geben, die zu sich einladen oder Partys veranstalten im rechtlichen Rahmen oder auch vielleicht auch im illegalen Rahmen. Dass es eine
Kultur ist, die absolut notwendig ist und die Akzeptanz in der Stadt oder im Staat dafür einfach noch gar nicht da ist und sie sich dementsprechend halt auch im Illegalen ihren Raum sucht. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ja, was Positives, was Corona irgendwie gezeigt hat, dass das so wichtig ist, dass das so wichtig ist für junge Menschen, für Menschen generell einfach zusammenzukommen und einfach mal feiern gehen zu können, ohne irgendwelche Sorgen. Eine Tanzfläche macht für mich auf jeden Fall einen Austausch- und Begegnungsraum beziehungsweise auch damit verbunden eine Kommunikationsplattform aus, wo verschiedenste Menschen aus verschiedensten Ecken der Gesellschaft zusammenkommen und gemeinsam aus demselben Grund da sind. Ich habe in den 2 Jahren vermisst, frei zu sein, die ganzen Sorgen und Probleme aus dem Alltag einfach stehen zu lassen. Mein Traum war einfach, an meinem 18. Geburtstag den im Club zu verbringen. Das heißt, als ich gerade 16 war, ist Corona ausgebrochen. Und da wurde mir einfach das erste Mal bewusst, dass dieser Traum halt nicht in Erfüllung gehen wird. Sobald ich da unten stehe und die elektronischen Klänge um meine Ohren fliegen, kann ich einfach nur abschalten und naja, die Seele baumeln lassen. Und so wirklich abschalten konnte man einfach zu Hause halt gar nicht. Die ist dazu da, um neue Freunde kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen, auf Feiern zu gehen, auch sich selbst ein bisschen zu finden. Und wie soll man das machen, wenn man abends alleine sitzt und fernguckt den ganzen Abend? Wir sind so 900 Quadratmeter und hier dürfen 350 Leute drauf. Also klar, du musst halt einfach die Abstände einhalten. Da muss man halt ein bisschen drauf achten. Was halt schade ist, dass die Leute einfach nicht tanzen dürfen. Ja, nach wie vor nicht. Solange halt so eine Durchimpfung nicht besteht oder ein gewisser Prozentsatz nicht da ist, tut sich die Politik natürlich schwer, überhaupt was zu ermöglichen. Und jetzt, wenn natürlich die Grenze, sagen wir mal, des Machbaren erreicht ist, bin ich schon damit einverstanden. Oder zumindest, also natürlich wäre es cooler, wenn man die GGGs, die 3Gs sozusagen durchziehen würde. Da bleiben wir auch gespannt, ja. Also öffnen werden wir auf jeden Fall, ob es jetzt nur für Geimpfte ist oder Genesene nachweislich. Ich glaube, daran müssen wir uns einfach halten, weil wir auch keine Hilfen mehr bekommen werden dann. Also da, glaube ich, hilft der Staat dann raus, ja, in dem Fall. Also das ist wahrscheinlich auch für uns dann ein Zwang. Ja.
Also es dauert ein bisschen. Ihr könnt euch schon mal eintragen. Ich brauche nämlich euer Kontaktdaten. Einmal hier. Also Name, Adresse und Tageszeit. Also hier ist 15 Euro. Der Secret Garden ist jetzt so die erste, war wieder meine erste Booking-Aktivität, nachdem ich jetzt aus der Elternzeit sozusagen wieder zurückgekommen bin ins Miller-Team. Und es ist einfach momentan dieses Daily-Booking-Business nicht gibt. Bin ich jetzt einfach, haben wir uns in diese Sommerprojekte gestürzt, die halt so von Bayern spielt und so weiter, von der Stadt ermöglicht wurden durch Fördergelder. Und eins davon ist jetzt hier diese Bühne und ja, und da bin ich voll happy, dass ich jetzt irgendwie buchen konnte. Weil wir sind alle nach wie vor in Kurzarbeit. Es ist nicht absehbar, wann wir wieder regelmäßig im Club veranstalten. Und jetzt können wir hier halt so ein Lebenszeichen geben wieder. Gestern war hier eben auch so ganz, ganz schlimmes Wetter. Und wir hatten nachts dann auch kurz wirklich so die Diskussion, ob wir heute absagen oder nicht, weil es für heute auch noch mal richtig schlecht angesagt war. Aber haben uns dann einfach dazu entschieden, das durchzuziehen, weil auch die Bands, es sind heute drei Acts, die von weit her kommen. Und alles war ja geplant. Ich meine, die Proben, die haben ihre Tickets gebucht und so weiter. Und wir haben jetzt gedacht, so nee. Und wenn die am Ende wirklich vor, keine Ahnung, 10, 20 Leuten spielen, aber die Bands haben Bock zu spielen, es ist hier einfach ein super guter Ort und wir ziehen das jetzt einfach durch. Und jetzt haben wir irgendwie gerade total Glück, dass es nicht regnet. Vorletzten Freitag hatte ich das große Glück, dass hier so eine kleine Traube an Menschen zwischen den Tischen stehend versammelt hat. Und ich meine, Tanzen ist nicht erlaubt, aber rhythmisch rumstehen. Also die standen dann alle hier rhythmisch rum und ich hatte hier so ein bisschen Gänsehaut. Ne? Also Konzerte waren eh nicht so geil, weil die Leute irgendwann aufgegeben haben. Die hatten keinen Bock mehr auf Sitzkonzerte. Ne? Das sieht man immer wieder. Es ist nichts mehr ausverkauft. Letztes Jahr haben sie uns die Tickets noch aus den Händen gerissen. Dieses Jahr kriegst du kaum noch einen Laden voll. Wir wollen alle stehen. Meine, in Österreich, in Tschechien geht's schon. Hier jetzt Gott sei Dank auch bald. Einen Monat noch. Wir wetzen schon die Messer. Naja, mal schauen. Aber ich glaube, das ist jetzt der Anfang vom Ende von Corona. Zumindest in dieser pandemieartigen Art halt. Also, Corona wird ein stetiger Begleiter für uns werden, aber wir werden damit klarkommen können.
hoffe ich. Also wenn ich mir das vorstelle, wären wir jetzt gerade in unserer Anfangszeit, also 20 Jahre Retour, und wir hätten gerade angefangen, Songs zu schreiben, uns überhaupt so zu finden als Band, und dann kommt auf einmal diese Handbremse da rein. Das ist einfach, ja, ist vernichtend. Also können nur hoffen, dass die meisten Bands trotzdem den Spaß an der Sache nicht verloren haben und jetzt dann halt, wenn es wieder geht, dann da weitermachen und in den Jugendhäusern alles kurz und klein hauen, hoffentlich, ja. Wir hatten einige Streaming-Events gemacht, Hybrid-Events, das funktioniert eigentlich nicht. Das war jetzt mal ganz nice, aber das ist nicht das, was im Prinzip die Kultur und die Musik ausmacht. Also genau dieses Feedback von den Besuchern irgendwie, sei es Applaus oder einfach grinsende Gesichter zu haben, darauf freue ich mich genauso wie die Band, weil dafür machen wir einfach den Job. So. Jungs, Mädels, wer fehlt uns denn jetzt noch von dem Hallo. Vom Team? Fabi und Tim. Nee, Tim ist in der Ah, perfekt. Holt mir einer noch den Ruben rein, bitte. Hab ich gerade gesagt, dass wir. Gut, falls der Patrick schreien anfängt, schaut, dass ihm schnell irgendwie eine kleine Tüte gibt, wo er reinatmen kann. Drink. Die Tüte braucht keiner. Gut, dann holen wir mal kurz die Jägermeister-Shots, die hinten sind, dann stoßen wir alle noch drauf an. Ich denke mal, dass es heute witzig, lang und lustig wird. Geil. Ich wünsche euch, einen guten Umsatz, gutes Trinkgeld. Bitte stresst uns nicht. Zählt auch für das ganze Wochenende. Wenn ihr Fragen habt, dann an Ruben. Nein, Spaß. Ja.
Cheers. Dann let's bounce, oder? Ich hätte gedacht, dass die Leute ein bisschen verhaltener sind, tatsächlich. Aber irgendwie so, ist irgendwie anscheinend ein neues Ding. Jeder gratuliert mir zur Corona ist over. Ich sehe es noch nicht ganz over, aber es fühlt sich zumindest schon mal an, wie wenn es der richtige Schritt in die richtige Richtung ist. Trotzdem eine neue Erfahrung, tatsächlich. Es ist irgendwie geil. Also ich muss schon sagen, es ist schon gut. Also es macht Spaß auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Irgendwo eins daher oder nicht? Oder das verschenken. Ha? Das verschenken. Wir können die verschenken. Ja, das ist ja cool, wenn die Leute heute nach Hause kommen. Genau. Hallo, grüß dich. Servus. So. Sollst du dich einchecken? Ja. Und zum Auto. Ja, bitte. Okay. Wir hatten Registrierungspflicht, woanders war es nur freiwillig oder gar nicht. Dann hatten sie nur die Daten aus dem Club und nehmen das zur Grundlage, um auch diese Schließung oder die schnelle Schließung zu gerechtfertigen. Also das war schon sehr uncool. Das war uncool, also vor allem, weil es immer so als politische, also als Behauptung aufgestellt wurde und das ist ja gar nicht belegt. Also. Ja, und es hat ja auch gezeigt, dass wir ja alle das ernst genommen haben und auch da mitgemacht haben. Also sonst hätten sie ja die ganzen Daten ja nicht gehabt. Also demnach müsste ja der Landkreis Freijungen oder Berchtesgaden müsste ja die größte Clubdichte Deutschlands haben. Ja? Also wenn man das an den Inzidenzen festmachen möchte, das ist ein bisschen lustig. Also.
es ist halt einfach für uns furchtbar zu sehen, dass nur immer irgendwie verzögert reagiert wurde und nie irgendwie weitsichtige Entscheidungen getroffen wurden. Was für die Lebensentwürfe mancher Leute, was das bedeutet, darüber wird nie gesprochen. Man hat immer wieder das Gefühl, ja, die Leute sind so unvernünftig und feiern, die sind dran schuld. Und das finde ich ein bisschen traurig an dem Ganzen. Die Tragik, die bei uns dazu kommt, ist eben die drohende Schließung Ende März. Hier kommt ja ein Hotel hin. Ja, wir dachten eigentlich, wir können jetzt von Oktober bis März noch mal durchgehend öffnen. Das war eigentlich ein bisschen unsere Perspektive oder das, ja, worauf wir ein bisschen gezählt haben. Es fehlen halt natürlich durch die Schließung enorme Geldmittel. Also das ist, wie soll man sagen, der Mietvertrag, den man ja abgeschlossen hat, über die gesamte Laufzeit beinhaltet ja die Aufbauphase, Abzahlung der Kredite. Und dann im letzten Viertel, letzten Drittel verdient man eigentlich das Geld, damit man für eine neue Investition Geld zur Verfügung hat, was Neues zu machen. Und diese Gelder fehlen uns halt komplett. Also das fängt ja auch die ganze Überbrückungshilfe und Spielstättenförderung fängt das ja überhaupt nicht auf. Oder Unternehmergehalt. Das ist einfach viel Geld, was da einfach nicht generiert werden konnte. Was natürlich jetzt für ein neues Projekt uns das Geld halt einfach fehlt. Also das ist... Es gibt keine Entschädigung. Ja? Also die Betriebskosten werden sicherlich bezahlt. Das ist in Aussicht gestellt oder dafür, also genau die bekommt man. Aber eine Entschädigung dafür, dass man jetzt eben wieder so vorneweg der Pandemietreiber ist und das Geschäft entzogen wurde. Also schauen wir mal in den Einzelhandel. Ja, der Einzelhandel hat geöffnet. Die haben jetzt seit Mittwoch auch 2G zwar, aber die haben halt geöffnet. Die können tatsächlich einfach weitermachen. Ja, wir können es nicht. Wir haben ein Berufsverbot. Also ich finde, der Blick auf diese Bilder hier hat sich im Verlauf der Erstellung der Ausstellung halt extrem gewandelt, weil zuvor hat es eben diese Kraft, diese Magie mit dem Blick auf diese leeren Räume, die sich entfaltet, wenn man jetzt Ästhetik, Atmosphäre, Design darstellen möchte, weil alle diese Orte natürlich verschiedene Anzugspunkte für ein verschiedenes Publikum sind, auch Orte einer verschiedenen Identifikation, auch natürlich ein gewisses Genre, auch eine Ästhetik eine Rolle spielt und die Orte so verschieden sind, wenn man sich vorstellt, wer dort alles getanzt hat, so eine gewisse Varianz erlebt und wir im Verlauf der Ausstellung dann auch mit der Pandemie konfrontiert wurden und jetzt dieser Blick ein ganz anderer ist, der uns erstmal gar nicht aufgefallen ist. Eben leere Tanzflächen sind jetzt Alltag und keine außergewöhnliche Situation. Also wir haben uns ja auch immer für dieses Thema interessiert, weil aus unserer Sicht eine Stadt halt nur durch Nachtleben überhaupt auch eine Urbanität hat. Also und
sich da auch die Qualität und die Textur einer Stadt zeigt in dieser Nacht. Es braucht einen Ort, wo auch der Alltag mal stehen bleiben kann, zumindest für den Großteil der Menschen, wo die sich frei fühlen können, wo die sich ausleben können und wo die sich auch mal hingeben dürfen. Ohne das gehen wir, glaube ich, auf Dauer ein. Soll ich sagen, wo ich überall schon drin war? Da war ich schon mal drin, aber da war es noch ein anderer Laden. Da. Also ich glaube fast in allen, bis auf, muss ich sagen, im Neuraum. Und im Feuerwerk, da war ich auch noch nicht. Oder in Neschmarrn, da war ich mal. Mit 16. Glaube ich, einfach mit Hiobsbotschaften aus der Presse einfach satt. Und ich glaube, die Leute nehmen es auch gar nicht mehr auf. So, wo man sich vorgestellt hat, okay, jetzt kommt die Delta-Variante, was das für ein Aufschrei war in der Gesellschaft und jetzt ist das eine neue Variante da und gefühlt ist es jedem egal. Der Boden wurde noch mal zweimal neu gemacht, weil wir festgestellt haben, der war ein bisschen rutschig. Und jetzt ist er ein bisschen fest. Und der Putzdienst hatte Probleme zu putzen. Vielleicht müssen wir den noch mal machen. Und sonst, es hat sich ehrlich gesagt nicht wirklich viel getan. Die Stimmung ist wieder die gleiche geworden wie im letzten Winter. Schon. Oder fällt dir was ein dazu? Nee, nicht wirklich. Es ist jetzt echt wieder das Gleiche eigentlich so. Ja. Nur, dass diesmal eigentlich viel mehr Leute geimpft sind und noch mehr geimpft sein könnten. Hm. Und wir vielleicht darauf hoffen, dass es im Frühjahr nicht wieder bis dass es nicht wieder bis September dauert, dass wir aufmachen können, sondern dass es vielleicht doch schon wieder früher losgehen könnte nächstes Jahr. Das haben wir noch geschafft nachzuholen, das nicht mehr. Ja, genau. Also genau. Normalerweise hingen hier, nicht hier unten, aber oben auch super viele Plakate. Die meisten Bands und Agenturen haben gar keine Plakate mehr gedruckt, weil so spontan kannst du oft das Datum nicht machen. Und es sind ja auch irgendwelche Ausgaben. Das ist schon abgefahren gewesen. Ich erkenne jetzt von hier nur so ein paar Kratzer. Das könnte sein, dass die wirklich... Schau, hier ist schon was abgegangen. Sind tatsächlich ein paar Leute sind schon drüber gegangen. Das Klavier ist wahrscheinlich, ist es noch gestimmt. Dürfte eigentlich noch gestimmt sein, oder? Ja, das geht schon noch. Sonst. Aber wie viele Konzerte haben wir jetzt gehabt eigentlich überhaupt? Ich weiß, das ist nämlich das Abgeben. So? Wir hatten zwei Partys, das weiß ich. Ja. Weil wir gesagt haben, wir fangen erst im Oktober oder im Oktober mit Partys an, im November. Ja. Wann war denn jetzt wieder zu? Schau, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist echt abgefahren. Zeitwahrnehmung ist weg. Also es gibt halt keinen Antrieb mehr, beziehungsweise es gibt nichts. Das, was diesen Job so schön macht, sind halt die Menschen, mit denen du arbeitest und die Menschen, die du glücklich machst, in denen, was du veranstaltest. Und das hast du ja gar nicht mehr. Du hast ja im Endeffekt nur noch Terminverlegungen, Absagen und unglückliche Menschen.
Die Vermieterin hat gerade, als ich 3 Tage in den Bergen war, hat sie mich angerufen und hat mitgeteilt, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit ein paar Monate mehr werden. Sie konnte aber noch nicht sagen, wie viele Monate mehr. Deswegen warten wir da eigentlich schon auch wieder seit 3-4 Wochen auf eine Nachricht. Also wie lang kann das sein? Aber wir haben gesagt, jetzt machen wir einfach erst mal auf. Heute, glaube ich, das erste Mal seit 3 oder 4 Wochen wieder geschaut, was der Inzidenzwert ist. Der ist sportlich. Auf jeden Fall, der ist hoch. Hoch und es ist noch alles, ist ja nicht mehr rot, sondern da gibt es eine neue Farbe, ich glaube, so lila, magenta. Vorgestern haben wir jetzt Bescheid bekommen, endgültig, dass wir aufmachen dürfen. Das ist schon witzig. Und die schriftlichen Bedingungen haben wir gestern bekommen, einen Tag vorm Aufmachen. Also das ist aber genauso wie beim letzten Mal gewesen. Und wenn BMW von heute auf morgen sagen würde, ja, also wir haben jetzt seit 2 Jahren oder wir haben eine ungewisse Zeit, ob die Mitarbeiter überhaupt noch gehalten werden können oder ob es überhaupt dann noch Mitarbeiter gibt, weil die sich umorientieren, glaube ich, wäre die Regierung schneller zu Pötte gekommen, einfach mit klareren Aussagen. Aber ich glaube, das haben die einfach nicht auf dem Schirm. So ein bisschen so, ich glaube, denen ist ein bisschen egal, was danach passiert. Donnerstag war der erste Tag seit 2 Jahren, wo es wieder voll wie Backstage war. Da hatten wir ein volles Hallenkonzert, ein volles Werkskonzert. Und nicht so voll war ja bei Corona 200 Leute maximal. Wir hatten ja auch welche. Volles Clubkonzert, ganz unterschiedliche Sounds. Es war eigentlich unglaublich, dass sowas 2 Jahre nicht gibt. Aber wir waren trotzdem irgendwie nicht euphorisch. Wir haben gesagt, schön wieder. Es ist eigentlich schade, dass man es gar nicht so genießen kann. Aber hängt auch damit zusammen, weil halt noch zu viele Probleme da sind. Und es ist ja nicht alles gut. Wir wissen, also auch finanziell, die Hilfen kamen auch nicht so an in dem Maße. Da müssen wir jetzt prozessieren. Das ist alles Scheiß. Was ist mit den Ticketrückgaben? Da sind noch so viele offene Fragen. Du weißt ja, die Leute können ja bei den verschobenen Konzerten die Tickets bis Ende 2024 abgeben. Wie will man da abrechnen? Also es sind, und auch so, die normalen Prozesse funktionieren halt nicht mehr, also von Arbeiten, auch bei den Leuten, die schon jahrelang da sind. Das merkst du halt einfach, ist zu menschlich, also das so. Von einem Konzertablauf, weil zu lang, und weil selbst in der Pandemiezeit, diese ganzen Abstandskonzerte waren ja auch nie normal. Das war ja alles anders, nicht mal, wenn es richtig zugeht. Aber mei, ist aber trotzdem schön. Und was, glaube ich, auch noch dazu kommt, was uns jetzt alle drückt, und das sind ja die Auswirkungen, die man manchmal spürt, ist halt jetzt auch dieser Dreckskrieg, der da hier herrscht vor unserer Haustür. Ich glaube, das kommt jetzt genau zur Wochenzeit. Das merken wir auch. Man hat halt einfach gesehen über die letzten 2 Jahre, dass wir halt definitiv nicht irgendwie systemrelevant sind als Gastropersonal. Und dass die Jobs halt einfach nicht wirklich sicher sind. Das ist, sag ich mal, die eine Seite, sag ich mal, die offizielle Seite, dass wir nicht systemrelevant sind. Aber im Endeffekt, jeder braucht einen Reset-Knopf. Und klar kannst du eine ganze Weile zu Hause hocken, aber irgendwann musst du mal raus, musst du mal die Sau rauslassen. Schwierig wird es bei der jungen Generation. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt gehabt. Ne? Die junge Generation, die kennen es halt nicht anders. Die sind, wenn vor 2 Jahren haben die angefangen, zu Hause irgendwie sich mit Freunden zu treffen, da irgendwie das günstige Bier vom Supermarkt zu saufen und so. Ne? Ja, war verboten, genau. Du weißt, was ich meine. Dann haben sie jetzt vielleicht Livestream-Saufen gemacht, keine Ahnung. Aber
die waren noch nicht weg in dem Sinne. Ne? Und das wird eher, das für die müssen wir es halt attraktiv machen, herzukommen. Das ist dann unsere Aufgabe. Für uns als Arbeitende in der Veranstaltungsmusikbranche ist das Publikum das Wichtigste. Dass die Leute, also wenn ich was sagen will, so, dann ist es so, supportet alle Läden jetzt gerade, weil du weißt nicht, was wiederkommt. Und wir brauchen jetzt einfach auch Unterstützung. Und es darf nicht in Vergessenheit geraten werden, was die letzten 2 Jahre passiert ist. Aber man kann einfach nur sagen, so, hey, kommt. Und ihr solltet es zu schätzen wissen, auch Geld dafür auszugeben. Vielleicht mal ein bisschen seltener auf die Gästeliste schreiben lassen und einfach Eintritt zahlen. Das hilft, glaube ich, jedem Laden hier in der Stadt enorm. Und generell, wer Lust hat, einfach kommen. Und wer keinen Bock hat, der kann ja zu Hause bleiben und zu Hause mit seiner Partnerin tanzen. Genau. Eigentlich toll, ein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Klar ist es manchmal nur Beruf, aber es ist eigentlich totaler Luxus, ein Hobby zum Beruf zu machen. Ich bin gerne hier. Es ist ja auch eine Kunstform. Es ist einfach wichtig und es gehört dazu. Es ist eben Clubkultur und nicht nur Disco. Wieder weg einfach. Es funktioniert wieder. Und normal ist es noch nicht ganz, aber man merkt, dass man sich auf jeden Fall immer schneller oder immer mehr daran gewöhnt. Im Nachtleben arbeitet man nicht einfach nur so als Job, sondern es ist schon eher auch so eine Berufung. Man lebt den Austausch mit den Gästen, mit dem Personal. Klar ist es intensiv und laut, aber es ist auch genau auf das freue ich mich auch. Ein Gast. Ich bin hinter der Bar, ich bin auf der Bühne, ist mir völlig egal, aber ich will halt mittendrin sein.